Die Vorfreude auf eine vierwöchige, höchst abwechslungsreiche Reise in den Nordwesten des amerikanischen Kontinents ist für unsere kleine Reisegruppe Grund genug, bereits am Flughafen von Frankfurt mit einem Gläschen Sekt anzustoßen. Die gemessen an der reinen Ost-West-Entfernung relativ kurze Flugzeit von 9,5 Stunden ist nur durch einen Direktflug mit der Streckenverkürzung über die nördliche Polkappe möglich. Hierdurch bieten sich faszinierende Ausblicke auf die selbst Anfangs August noch nahezu lückenlose Gletscherwelt Nordgrönlands. Schließlich nähern wir uns dem amerikanischen Kontinent an und freuen uns über einen ersten Einblick in die Gebirgsszenerie Alaskas mit dem alles überragenden Bergriesen Denali. Nach der Ankunft in Anchorage, das wir mit 10 Stunden Zeitverschiebung bereits um 11 Uhr Ortszeit erreichen, liegt noch eine knapp 400 Kilometer lange Anfahrt in den Denali-Nationalpark vor uns. Nachdem wir unseren geräumigen Van angemietet und uns mit den ersten Lebensmittelvorräten eingedeckt haben, beginnt unsere Tour durch den flächenmäßig größten Bundesstaat der USA mit einer landschaftlich beeindruckenden Fahrt Richtung Norden. Selbst aus größerer Entfernung zieht schon bald der 2015 von Mount McKinley in Denali umbenannte, mit 6190 Metern höchste Berg Nordamerikas alle Blicke magisch auf sich. Die abwechslungsreiche Anfahrt endet in dem unmittelbar am Eingang des Nationalparks gelegenen Denali Bluffs Hotel, das wir für 2 Nächte als komfortablen Stützpunkt für unsere Unternehmungen nutzen. Der folgende Morgen begrüßt uns mit strahlendem Sonnenschein und wir freuen uns auf eine 13-stündige Bustour, die uns mehr als 100 Kilometer hinein in den für Privatfahrzeuge gesperrten Denali-Nationalpark mit seiner völlig unberührten Landschaft und seinem reichhaltigen Tierleben führt. Bereits nach 15 Kilometern endet die befestigte Straße und wir bewegen uns auf einer Schotterpiste kontinuierlich entlang der imposanten Alaska-Kette. Schon bald erfreut uns ein erster Blick auf den noch über 120 Kilometer entfernten, Gottlob ausnahmsweise nicht von Wolken verhüllten Denali. Beim weiteren Verlauf der Fahrt sprechen die Bilder für sich.
Die stetige Annäherung an den über 6000 Meter hohen zentralen Bergriesen Alaskas lässt diesen immer mächtiger erscheinen. Zahlreiche Blütenpflanzen nutzen die nur kurze Vegetationsperiode ca. 300 Kilometer südlich des Polarkreises. Auch im weiteren Verlauf der Fahrt zeigt sich der Denali stolz und unverhüllt in seiner ganzen Pracht. Schließlich erreichen wir mit dem Kantishna Roadhouse den Wendepunkt der Nationalparkstour und es ergeben sich beste Entspannungsmöglichkeiten bei prächtigem Wetter. Mit großem Interesse beobachten wir das sommerliche Training der bewegungsfreudigen Schlittenhunde für die lange Wintersaison. Nach einer herrlichen Erholungspause beginnt die Rückfahrt, die uns wiederum mit nachhaltigen Impressionen aus ständig wechselnden Perspektiven begeistert.